Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir uns in Kolonie 4 weiterhin umgesehen und jetzt in diesem Part wollen wir Ethel wiederfinden, die anscheinend verloren gegangen ist. Dort oben auf diesem Berg ist sie anscheinend. Da waren wir auch schon mal und wir können da gleich mal ganz kurz hinreisen. Wir haben da nämlich auch schon einen Reisepunkt in der Nähe. Ich kann da gleich noch über eine Sache hier erwähnen, die hier geändert wurde in Xenoblade 3, was ich sehr cool finde. Denn wenn man zu einem Reisepunkt hinreist, dann kann man auch gleich die Tageszeit auswählen, die da herrschen soll, wenn man da hinreist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man gegen bestimmte Gegner kämpfen will oder bestimmte Items finden will, die nur an bestimmten Tageszeiten da sind. Das wird es hier bestimmt auch wieder geben. Und so kann ich halt direkt beim Hinreisen bestimmen, was für eine Uhrzeit, was für eine Tageszeit da gerade herrschen soll. Sehr schönes Feature, weil in den alten Spielen muss man halt dann hinreisen und dann extra die Zeit nochmal umstellen. Und hier kann man eben beides auf einmal machen. Also ist keine großartige Änderung, aber halt eine kleine Verbesserung, die es ein bisschen angenehmer macht. Und allgemein hat Xenoblade 3 wirklich einige so Quality of Life Improvements und das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und ich habe auch wieder einige Tipps von euch bekommen in den letzten paar Parts in den Kommentaren. Vielen Dank. Ein paar von denen werde ich auch schon in diesem Part dann hoffentlich umsetzen können, um noch besser, noch cooler spielen zu können. Mal schauen. Aber erstmal klettern wir jetzt hier nach oben. Und ganz an der Spitze, da waren wir eben schon mal, aber da war dann, glaube ich, wo wir damals, da war nichts. Okay, ich glaube, die greifen mich gar nicht mehr an, weil ich jetzt ein zu hohes Level habe. Genau. Also alles easy. Auf jeden Fall, jetzt dürfte hier oben schon etwas sein. Damals vor ein paar Parts eben nicht. Aber jetzt schon. Da ist sie. Ethel? Oh, it's you. What are you doing here? That's what I was. Wait, look over there. What? Nachschubabwürfe. Die Schlösser beider Fraktionen werfen regelmäßig Container ab, die wertvolle Items enthalten. Halte Ausschau nach dem roten Rauch, der von ihrer Landestelle aufsteigt. Wenn der gesteuerte Charakter eine solche Nachschublieferung in seinem Umfeld bemerkt, kannst du es halt R drücken, gedrückt halten, um zu überprüfen, wo genau sie gelandet ist. Ah, okay. Ja. Was that a supply drop? Yes, sent from Agnes. How can you tell? We got word that an advanced troop from Agnes had been seen in the area. And if they're in the middle of enemy territory, it has to be due to some kind of operation. The supply drop must be timed for the arrival of a main force. Funnily enough, it's that supply drop we're after. Did you know about the Agnian troops, Tyon? I've known about the presence of Agnian forces in this region for a while. I could never verify that supplies were being dropped, but I won't say I didn't suspect. Oh yeah? Well, looks like I can verify it now. From the way that you're talking, it sounds as though you're after supplies too. Well, medical supplies specifically. We thought Colony 4 might need them. I see. Then it looks as though we happen to have the same goal. Really? Boliaris was looking for you. You didn't actually come alone, did you? I actually did. Your understanding of the situation is correct. And I can't risk any more casualties. So you thought you'd go and take care of this yourself, huh? In that case, we... I said I couldn't afford any more casualties. And that includes you. I appreciate that you're willing, but Colony 4 is my responsibility. We want to work with you, Ethel. Be that as it may. We've already made our minds up. That's why we're here. You might end up having to cross swords with people from your own country. Talking about avoiding casualties, you know that includes you too, Ethel, don't you? Kämpfen wir halt gemeinsam, das wäre doch am besten. I yield. I can't very well refuse you now. Don't worry, Ethel. We're not who we used to be. Yeah. We won't drag you down. Then if we're agreed,
Let's hurry and pick up those supplies. Apologies. And thank you all. Ethel hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Nice. Helden. Sogenannte Helden sind spezielle Charaktere, die sich der Gruppe anschließen und an deiner Seite kämpfen können. Manche tun dies allerdings nur vorübergehend. Okay. Jetzt natürlich die Preisfrage, kann ich mit Ethel auch spielen? Nee. Schade. Schade, schade. Aber habe ich eigentlich auch schon erwartet, dass es nicht so einfach gehen würde. Aber, au! Eine Computereinheit dabei zu haben, die jetzt mitkämpft, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. So, das ist auch ein ziemlich weiter Weg. Habe ich da irgendeinen Reisepunkt, der besser ist? Ja, den hier nämlich, genau. Die Grenzmauer. Ah, okay, jetzt muss ich da hin, wo wir auch schon mal waren. Wo man eben durch dieses Loch hier hindurch muss. Ich weiß da auch durch euch, dass es anscheinend doch auch möglich ist, das haben ein paar von euch nämlich geschafft, von oben runterzufallen und dann doch nicht genügend Fallschaden zu nehmen, dass man gerade so überlebt und dass man da nach unten kommen kann. Deswegen, das geht anscheinend doch. Ich habe das ja probiert, aber nicht geschafft, aber es geht doch. Aber der gedachte Weg ist auf jeden Fall der hier, würde ich mal sagen, über diesen Tunnel hier. Ja. Und jetzt muss man das eben machen, denn da wurde es abgeworfen. Genau, hier bin ich sogar... Oh Gott. Wo kommt der her? Hier bin ich sogar auch reingelaufen, glaube ich, in diese kleine Schlucht da, wo das jetzt abgeworfen wurde. Und habe mich da dann vor ein paar Parts gewundert, warum da nichts ist. Aber deswegen, weil da jetzt etwas ist. So, ich glaube mal, der Feldwolf hier, der kann nix. So, nochmal schwanken. Doppelt hält besser. Hier brauche ich gar keine Ouroboros-Form. Okay. Gut. So, sie geht voraus. Okay, das sind auch Wolves, glaube ich. Ja. Hey, something's not right. What do we do? No time to daydream. We have to hurry. Ethel! You're right, Noah. We have no time to waste. Let's rout those nuisances. Ja, die können doch gar nichts. Vor allem Ethel ist OP, die ist auf unserer Seite. Alles easy. Machen wir mal Ouroboros-Action ein bisschen. So, ich weiß auch schon durch euch hier diese Synchro-Stufe, die ist mir bisher noch nie so wirklich aufgefallen, wenn ich mich zu einem Ouroboros verwandle. Die ist später mal vor allem anscheinend halbwegs richtig, weil die obere Technik zum Beispiel ist ja Phantomschlitzer. Synchro 3 schwanken alle. Das heißt eben, wenn ich Synchro-Stufe 3 haben sollte, dann werden alle Gegner schwanken. Und die Synchro-Stufe kann ich, wie kann ich die erhöhen, indem ich im Kampf coole Sachen mache? Nicht ganz sicher. aber das wird auf jeden Fall eh nochmal später erklärt, weil später auch noch wichtiger wird anscheinend. Aber ich kann jetzt auch schon mal so ein bisschen auf die Synchro-Stufe eben achten. Ob sich die eventuell füllt oder nicht. Aber ist aktuell eben noch nicht so mega wichtig. So, ich kämpfe jetzt hier auch gerade ziemlich schlecht. Und achte nicht wirklich auf irgendwas, aber ich glaube, das ist eh ziemlich easy, der Kampf. So, wunderbar. Den auch noch, den letzten. Und Special. Zack, sehr schön. So, und leiser Tod. Wunderbar. Phew. Glad that's over. Yeah, just one thing left. Wegweisen. Ethel. What? Take your wounded and get out. Huh. Leave now. Did I do the right thing just now? As a Kavesi commander? There was never a reason for any of us to fight in the first place. You did the right thing, in my opinion. The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Some situations aren't salvageable. That's the nature of war. It's beyond anyone's control. Ethel?
I'm sorry. What a tedious thing to talk about. We'll recover the supplies and head back to Colony 4. I'm afraid I'll need you all a while longer. I really hope we find some medical supplies. Okay, erstmal wegweisen. I guess this is fate too, huh? Da ist noch ein roter Punkt. Da ist immer noch ein roter Punkt. Der eine rote Punkt konnte nicht mitgenommen werden. Die eine Lebensenergie. So, hier ist der Abwurf. Eine große Truhe. I'll follow you. Oh yeah, let me at it. This is what we were after. Hurry back to Colony 4. Medizinische Vorräte. I bet Boliaris is crawling out of his skin with worry right about now. Okay. Bisschen neue Ausrüstung sogar auch noch. Mhm. Aber wir gehen erstmal leicht zurück. So, perfekt. Ah, what? Was? Okay, hier geht's. Interessant, dass ich nicht zu den anderen beiden hinreisen kann. Vielleicht, weil da halt gleich eine Cutscene spielen würde oder so. Aber hier geht's ja. Ja, genau deswegen wahrscheinlich. Okay. Commander? Commander! Commander Ethel! Okay, es hätte halt nicht so viel Sinn ergeben, weil wir laufen halt hier durch die Pforte rein und deswegen, ja. I looked for you everywhere. Where in blazes were you? I went to fetch medical supplies. Distribute them to the med team. Yes, Mom, I'll... wait. No. Oh, no. No, you don't. I'm sorry for making you worry. Just... please. I did this for everyone. I understand your feelings, but... ugh. Well... I suppose at least you're unharmed. That's twice you've helped me out. I owe you another one. Nah, don't worry about it. We were acting of our own free will. Then to reward your efforts, I'll work on getting our injured up and about again. Come, Boliaris. Coming. Ethel. Hmm? What's wrong, Noah? I was thinking about what you said. The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Hmm. If someone like you says it, then I don't doubt it's probably true. But back then, you helped us. You saved us. You risked your life. Thanks to you, we're alive right now. I can say with certainty that's a good outcome. That's the only thing I'm certain of, actually. Noah, you... and we never properly thanked you. Huh, so we didn't. Oh yeah! Silvercoat Ethel, we want to formally thank you for your courage. I can hardly recognize the three of you. I'll continue to do my best to live up to my nickname. Okay, abgeschlossen. So, genau, das war ja eine Heldenmission. Die hieß deswegen so, weil ich halt, weil sich da eine Heldin mir angeschlossen hat oder wie. Zusammen mit Ethel hast du die Heilmittel zurückgebracht. Alle bewundern Ethel jetzt noch mehr als bisher. Oh mein Gott! Okay, kann ich jetzt Ethel häufiger auf die Schlacht mitnehmen oder wie? Klassenerbe. Noah. What?
Ach, Noah kann jetzt Ethels Klasse haben. Ah. Klasse Blitzfechter, Rolle Angreifer. Nutze erst Stärkungen, dann andere Techniken. Die Spezialtechnik hebt die Angriffskraft, daher sind Rollenaktionen wichtig. Helden offiziell rekrutieren. Beende Heldenmissionen, um Helden als dauerhafte Verbündete zu gewinnen. Vertiefe die Harmonie des Helden mit Gefährten, damit diese dessen Klasse nutzen können. Sobald sich dir ein Held offiziell anschließt, kann das als Klassenerbe designierte Gruppenmitglied auch zur Klasse dieses Helden wechseln. Andere Charaktere können die Klasse mit der Zeit erlernen, wenn sie an der Seite des Helden oder eines Gefährten kämpfen, der die Klasse nutzt. Unter Charaktere-Klasse kannst du den Lernfortschritt nachsehen. Sobald ein Charaktersymbol voll ist, wird dessen Klasse erlernt. Je mehr Mitstreiter die gewünschte Klasse nutzen, desto schneller kann sie erlernt werden. Dies solltest du bei der Auswahl der Klasse bedenken. Okay. Aussehen. Im Hauptmenü kannst du unter Charaktere Kleidung das Aussehen der Charaktere ändern. Klassenausrüstung steht mit Klassenrang 10 als Kleidung zur Verfügung. Bei mancher Ausrüstung wird die Waffe deiner aktuellen Klasse nicht angezeigt. Okay, viel neues Zeug. Und ich habe fast die nächste Stufe. Bei Kolonie 4. Ein Bart wieder nehmen. Nee, erstmal ganz kurz. Müssen wir jetzt ins Menü gehen. Um Gottes Willen. Wird immer größer. Bald ist meine Facecam im Weg. So, Helden. Genau, da habe ich jetzt Ethel. Die silberne Ethel. Ein Angreifer der Gegner mit zwei Schwertern zusetzt und mit kurzen, heftigen Attacken bezwingt. Okay. So, ich habe sie jetzt. Hab ich sie jetzt wieder dabei? Ah, jetzt ist sie wieder dabei. Okay, also ich kann sie einfach dauerhaft jetzt quasi als Heldin mitnehmen. Vielleicht, ich kann halt wahrscheinlich nur einen Helden zu einem Zeitpunkt mitnehmen, schätze ich mal. Aber ich kann sie jetzt mitnehmen. Okay. Und ich kann eben. Ah genau, stimmt, wir haben übelst viel neues Zeug, weil jetzt haben wir mittlerweile alle meine Einheiten auf Stufe 20. Und auf Stufe 20 kriegen wir ja einiges neues Zeug, weil jetzt kann ich zwei Juwelen ausrüsten, zwei Talente und zwei von den extra Kampftechniken. Das gilt jetzt für jede einzelne Einheit von mir. Also sehr, sehr viel neues Zeug, was wir hier machen können. Wir können deutlich stärker werden im Verlauf dieses Parts und das ist ziemlich nice. So, ganz kurz, warten wir, bis alles freigespielt wird. Und dann, Ethel kann ich mir sogar auch genauer anschauen. Können wir dann gleich mal gucken, ob ich ihr auch Kampftechniken zuweisen kann und das ganze Zeug, ob ich ihr auch Juwelen geben kann. Geht das alles? Nein, die hat sie automatisch, oder? Könnte ich die ändern? 20%ige Chance auf doppelten Treffer pro Autoangriff. Ne, kann ich nicht ändern. Die sind übrigens ziemlich nice. Der da. Ist es überhaupt einer, den ich auch machen kann? Doch, ich glaube schon. Ja, aber Stufe 3 ist halt vor allem gut. Ja. Und der andere... Anschlüsse erhöhen ausgeteilten Schaden um 35%. Ja, ist auch nicht schlecht. Okay, und bei Talenten, was hat sie da so? Die ersten 40 Sekunden eines Kampfes den Schaden. Bei jedem Einsatz Spezialtechnik den Schaden. Schadensbonus bei kritischen Treffern. Spezialtechnik ist zu Beginn 80%. 80% aufgeladen. Okay, krass. Nicht schlecht. Und sie trägt sogar auch Ausrüstung. Die kann ich auch nicht ändern. Also, sie hat schon verschiedene Sachen, aber ich kann das alles nicht ändern. Ja, die Techniken kann ich... Doch, die kann ich ändern. Okay, die könnte ich ändern. Interessant. Da hat sie Kreuzschlag, physisch, bewirkt bei Techniktreffern Kraftaufladung auf den Charakter. Okay. Dann hier, bei Rückenangriffen mehr Schaden. Auf ein einzelnes Ziel auch, jupp. Hier auch, erhöht bei Seitenangriffen die Kritrate. Okay, auch hinten und seitlich hat sie. Und, warte mal kurz, die anderen beiden. Hier, das ist Haltung. Erhöht Geschwindigkeit von Technik- und Autoangriffen. Erhöht aber auch erlittenen Schaden um 25%. Okay, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht für sie, oder? Finde ich. Weil in der Klassenbeschreibung hieß es ja gerade, dass sie sich erst bufft und dass sie dann mega viel Schaden macht. Und das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich dann, oder? Finde ich. Angegriffen werden soll sie ja eh nicht als Angreiferin. Also die Wut auf sie ziehen am besten. Und das hier macht Blutung. Ich finde sogar diesen interessanter, ehrlich gesagt, weil hier Seiten- und Rückenangriff und so, das habe ich ja schon, so ein bisschen. Mit Noah oder halt mit der Schwertkämpferklasse. Sondern hier eben Säbelstoß. Das bewirkt dann Schmettern als Reaktion. Okay, genau, hier die Spezialtechnik lädt sich ja auch wieder durch Rollenaktionen auf. Mit Rolle ist Angreifer gemeint, richtig? Nicht ihre Klasse, sondern Angreifer. Okay, und da sind dann natürlich schon Angriffe besser oder Techniken besser, wo sie auf der richtigen Seite stehen muss oder so. Weil wenn sie auf der richtigen Seite steht, hinten oder zur Seite, und sie trifft damit erfolgreich, dann lädt es ja den Special auf. Das stimmt natürlich. Okay, das heißt also wirklich, dass bei allen Angreiferklassen, die es gibt,
Auch wenn die manchmal vielleicht anders funktionieren. Weil ihre ist ja anders als die Schwertkämpfer- oder Ogre-Klasse, die wir schon haben. Aber bei allen Angreiferklassen ist es so, dass der Special dadurch aufgefüllt wird, dass sie von der richtigen Seite angreifen. Dass es dadurch viel aufgefüllt wird. Okay, und dann ist es schon wichtig, solche drin zu haben. Okay, ich mache mal trotzdem... Ich weiß nicht genau, was Kraftaufladung eigentlich heißt. Muss ich zugeben. Ich mache mal einfach Beschleunigung. Ich finde, das ist witziger. Testen wir das einfach mal. Okay. Passt. Ne, genau. Jetzt ganz kurz noch. Bei Noah, der... Ach du Scheiße. Interessant. Das sind alle Klassen, die er lernen kann, oder wie? Werde ich jetzt schon gespoilert so ein bisschen. Was ist alles für Hisse? Kriegsheiler, Schutzkommandeur, V-Maturg oder so. Miam-Schmied. Kann ich alles gar nicht aussprechen. Okay, aber er könnte eben auch schon hier zu Blitzwächter werden. Was für eine Stufe hat er gerade? 5. Ja, ich glaube, ich meine, ich wäre zwar schon neugierig, aber ich glaube, ich warte noch, bis ich die auf Stufe 10 habe. Und dann werde ich erst die hier nehmen. Obwohl er da ein S hätte. Das heißt, es würde nicht lange dauern, bis er die erlernen kann. Ja, muss ich mir vielleicht offscreen auch kurz überlegen, ob ich das mache. Weil das würde jetzt zu lange dauern, mir das zu überlegen. Ich werde das sogar mal ganz kurz machen. Ich werde mal offscreen auch kurz hier andere Sachen ausrüsten. Ich kann jetzt hier auch ihm eine zweite noch geben, damit er da mehr einsetzen kann. Genau, da auch eine Sache ganz kurz, was ich da auch mittlerweile gelernt habe, wie das funktioniert. Welche Techniken man da links nehmen kann bei den extra Steuerkreuztechniken. Weil das habe ich ja nicht ganz verstanden. Das liegt daran, Noah hat ja gerade eine Klasse von den Cavis-Leuten, von den Cavisianern oder so. Und bei den Steuerkreuztechniken kann er dann nur Techniken von der anderen Fraktion auswählen. Also er kann da eben von C4 oder von der Taktiker-Klasse, das sind ja beides Klassen aus Agnes quasi, nur von denen kann er welche auswählen. Sodass halt jede Einheit im besten Fall am Ende auf Stufe 40 dann drei Techniken aus Agnes hat und drei Techniken aus Cavis, die sich auch anders auffüllen. Weil die aus Cavis füllen sich ja über Zeit auf und die aus Agnes füllen sich über Autoangriffe und über Anschlüsse auf. Und daran liegt es. Ich kann eben hier in diesem Fall bei Noah jetzt, das sehen wir auch an dem Rautensymbol versus Kreissymbol, ich kann eben nur Techniken auswählen, die er in einer Klasse gelernt hat aus Agnes. Ja. Okay, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich werde kurz durchgehen durch alle Charaktere. Das hier habe ich so ausgewählt. Und ja, Noah vor allem ist jetzt auch ein Blitzfechter. Ich habe das mal gemacht. Und dafür habe ich aber noch zusätzlich Lance dann auch zu einem Heiler gemacht. Denn der kann auch schon von Juni die Klasse Heilschütze lernen. Und deswegen habe ich das mal gemacht. Mal gucken, ob das klug ist. Aber das wird schon. Genau. Und das sind die Juwelen, die ich angepasst habe. Die Talente und die Techniken. Könnt ihr ja alles ganz kurz sehen. Genau. Eine Sache jetzt noch, die wir auch noch machen können, Kleidung, können wir ja auch noch jetzt ändern. Genau, da kann ich eben jetzt irgendeine Kleidung wählen von denen, die wir von Anfang an halt hatten. Oder auch die hier sogar. Das ist, glaube ich, DLC-Kleidung, oder? Die da. Yay. Ja, aber da komme ich ja noch mehr durcheinander. Ich komme eh schon durcheinander mit den Klassen und Charakteren. Deswegen, da muss ich schon so lassen, damit ich erkennen kann, wer Noah ist. Obwohl das auch nicht so einfach ist, weil ich könnte halt ihn mit Ethel dann verwechseln. Ich meine, die Haare sind natürlich ganz anders, ich weiß schon. Aber ist trotzdem auf Entfernung, wenn man nur kurz hinschaut, nicht so einfach. Oh, hier sind wieder Infos übrigens. Moment. Na komm. So. Aha. Veränderung. Okay, das muss ich auch wieder besprechen und dann kriege ich da wieder eine neue Quest. Ich frage mich, ob Quests, die durch solche Infos kommen, ob das sogar vielleicht immer Heldenmissionen sind, wo ich einen neuen Helden bekomme. Könnte vielleicht sein, nicht sicher. Wir gehen gleich mal kurz hier hin und werden mal kurz besprechen. Ist da jetzt Ethel auch dabei beim Besprechen eigentlich? Also hier zumindest. So. Mhm. Auch wenn wir überall die Flammenuhren zerstören, werden die Leute dadurch nicht automatisch wie wir. Hm? Ich habe jetzt übrigens gar nicht aufgepasst, was die eigentlich gesagt haben. wen wir da belauscht haben und was da das Thema war. Keine Ahnung. Ja. Sie müssen sich zwar um die Uhr keine Sorgen mehr machen, aber ansonsten bleibt vieles für sie gleich. Also sind wir echt die Einzigen, die sie synchronisieren können. Andere Klingen benutzen und so ein Zeug. Echt schade für die. Andere Klingen zu benutzen, super. Kommst du schon gut mit Senners Klinge zurecht, Lance? Jo, passt schon. Aber eins kann ich dir sagen, mit dem Riesenteil Gegner einfach wegzuhauen, ist unglaublich befriedigend.
Wie wäre es, wenn wir mal alle gleichzeitig Senders Klinge benutzen? Das wäre lustig. Angriff ist doch die beste Verteidigung, oder wie der Spruch ging. Dann wäre vielleicht jeder Kampf in Sekunden vorbei. Ja, weil wir dann sofort verlieren würden. Glaube ich auch. Wieso das denn? Angreifer wie Senna können sich nur aufs Angreifen konzentrieren, wenn ein Verteidiger die Gegner in Schach hält. Im Kampf kommt es auf ein Gleichgewicht in der Rollenverteilung an. Sich auf eine Rolle zu beschränken, wäre höchst riskant. Sehe ich auch so. Na gut, ich schätze, du hast recht. Das heißt, du musst einfach mal den Verteidiger spielen, Tajorn. Und alle anderen greifen mit Senners Klinge an. Hast du mir eigentlich zugehört? Gleichgewicht heißt das Zauberwort. Gleichgewicht! Ach, das gab jetzt gar keine Quest. Das gibt auch manchmal nur Gespräche einfach. Okay. Die man sich anhören kann, wo man dann eben Bonus-EP oder sowas bekommt. Okay, alles klar. So, genau, hier ist es dann weitergehen. Ah, aber hier sind noch mehr Infos. Moment. Da gehe ich auch gleich mal kurz hin. Was ist hier los? Hast du schon den Bericht gesehen über die ganzen Höhlen da draußen? Am Singbriesentunnel, oder? Tja, so leid sie mir tun. Das ist Monster-Territorium. Nicht verabschiedete Höhlen. Das hört sich doch eher nach einer vollständigen Quest an. Nicht einfach nur ein Gespräch, wo es Bonus-EP gibt. Das ist bestimmt eine Quest. So. Can we maybe train? Nee, wir reden. Nicht verabschiedete Höhlen. Group chat first, right? Mhm. Was ist, Noah? Warum kreuzest du so die Stirn? Oh, habe ich das gemacht? Machst du dir über irgendwas Gedanken? Ja, aber... Ach, es ist nichts Wichtiges. Ist sicher? Ich wette, du denkst über diese Sache mit den Hüllen nach. Yep, darauf würde ich auch wetten. Oh Mann, bin ich echt so leicht zu durchschauen? Ich kenne dich jetzt so lange. Mittlerweile kann ich schon deine Gedanken lesen. Redet ihr von diesen Hüllen, die anscheinend im Singbriesentunnel herumliegen? Mitten in Monsterterritorium. Kein Wunder, dass sich niemand traut, ihnen den Weg zu weisen. Das lässt sich nicht los, hm? Ja, ich krieg's einfach nicht aus dem Kopf. Aber ich will euch natürlich auch nicht wegen sowas in Gefahr bringen. Jetzt mach mal einen Halblang, Kumpel. Wenn wir das für zu gefährlich halten würden, dann würden wir es dir schon sagen. Ich nehme mal nicht an, dass hier irgendjemand was dagegen einzuwenden hätte, diese Höhlen zu verabschieden. Nein, ich wäre natürlich dabei. Jao, niemand hat das verdient, dass man ihn einfach so herumliegen lässt. Noah, Mio, ihr seid die Spezialisten. Wenn ihr ihnen den Weg weisen wollt, dann habe ich nichts dagegen einzuwenden. Tut mir leid, Leute. Nein, Quatsch. Ich danke euch dafür, dass ihr das für mich auf euch nehmen wollt. Mhm, neue Quest. Melodie des Abschieds. Okay, die können wir auch dann im nächsten Part vielleicht machen. Okay. Next on the list is... So, ich will nicht mehr zum Hauptzielpunkt gehen. Ich will noch, warte mal, schaffe ich es noch, die Kolonie abzugraden? Maxi ist hier noch neu. Ja, komm. Hallo. Das Geheimnis von Ethels Stärke ist ihre Spezialtechnik. Bei jeder Verwendung erhöht sich ihre Angriffskraft. Wenn sie sich gut dem Kampfverlauf anpasst, gibt es kaum eine bessere Angreiferin als sie. Das hört sich ziemlich geil an. Dadurch besteht allerdings auch die Gefahr, dass sie die Wut aller Gegner auf sich zieht. Da muss ein Verteidiger zur Stelle sein. Okay, achso, Maxi kann ich sogar schon. Dammit. Kenne ich Bam Bam schon? Bam Bam wäre vorhin fast schon von superstarkem Haset verkloppt worden. Sah auf ersten Blick aus wie normales, niedliches Haset, aber innen drin offenbar mehr Muskeln als erlaubt. Ah, ist neu. Und, na, es reicht immer noch nicht. Mann, ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Dann erst beim nächsten Mal oder so. Genau, eine Sache will ich noch ganz kurz machen oder euch zeigen, die ich auch durch euch mittlerweile weiß. Nochmal vielen Dank, wie gesagt, für die ganzen Tipps. Denn, also, okay, jetzt geht's eh nicht mehr. Ich mache nochmal ganz kurz Noah, damit wir das als Vergleich haben zum Heilschütze. Das war er ja davor. Und, da hat er jetzt als Spezialtechnik Klinge der Ewigkeit. Und die Spezialtechnik von ihm hat sich ja geändert, weil das war ja eigentlich der heilende Ring davor als Heilschütze. Hat sich aber geändert durch sein neues Pharaonis-Schwert, was er ja benutzt hat, um die Flammenuhr da zu zerschneiden. Und dadurch hat er eben auch eine neue Spezialtechnik, die er in jeder Klasse anscheinend nutzen kann. Aber ich kann es eben auch switchen und halt die eigentliche Technik machen, den eigentlichen heilenden Ring. Oder eben, wenn ich ihn wieder zu Blitzfechter mache, dann kann ich eben auch... hier die Klinge der Ewigkeit wieder ausrüsten oder halt den Säbelstoß. Ich will auf jeden Fall den Säbelstoß hier lassen, weil der hört sich ja richtig geil an. So wie da gerade auch beschrieben wurde, dass es immer stärker und stärker wird. Das hört sich cool an. Und ich meine, das hier ist bestimmt auch nicht schlecht. Es kommt halt auf die Klasse drauf an. In manchen Klassen ist es wahrscheinlich besser als die eigentliche Spezialtechnik der Klasse. Aber oftmals ist auch die eigentliche Spezialtechnik besser. Und ich will vor allem die halt hier austesten. Und deswegen nehme ich den Säbelstoß hier. Ja.
Also Noah hat ab jetzt immer mindestens zwei Spezialtechniken für jede Klasse. Einmal seine eine da, die er hat durch das coole Schwert von ihm und halt die eigentliche von der Klasse. Genau. Gut, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen, entweder mit der Hauptquest oder ich mache diese eine Nebenquest noch, wo diese Höhlen rumliegen in diesem Monster-Territorium. Das könnten wir vielleicht auch machen, wäre auch ganz cool. Das sehen wir dann schon, wofür ich mich entscheide. Ich denke eher die Nebenquest. Mal gucken. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.